Ich begrüße Sie herzlich im Namen von Schlotauer und Wauer zu einer neuen Ausgabe unserer Webcasts. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Zuerst nochmal eine Folie vielleicht über das Unternehmen selbst, Schlotauer und Wauer. Ganz grundsätzlich ist das Unternehmen jetzt mittlerweile über 30 Jahre alt. Also letztes Jahr war 30-jähriges Bestehen. Also das heißt, es ist schon sehr, sehr lange am Markt mit über 100 Mitarbeitern, 6 verschiedenen Standorten. Grundsätzlich, Schlotauer ist dadurch bekannt, dass es halt die Beratung und Planung rund um die Verkehrssteuerung natürlich hier die intelligente Verkehrssteuerung macht. Und natürlich, das Interessante an dem Unternehmen ist, dass der Ingenieur, der Planer, der Anwender neben dem Entwickler sitzt. Das heißt, hier ist auch Software entstanden, was sich dann den schönen Frauen haben quasi widerspiegelt. Das ist Lisa, Ines, Anna, Vera, nicht zu vergessen. Ja, das ist das Unternehmen. Und darum geht es speziell um die Software Lisa heute. Vielleicht als Einstieg, wie sieht denn die Verkehrstechnik heute aus? Wie funktioniert das an den Lichtsignalanlagen? Wie sieht das da konkret an den mikroskopischen oder auch makroskopischen Steuerungen aus? Das ist grundsätzlich so, wenn man mit Phasen arbeitet, und das passiert ja hauptsächlich in Lisa, dass man dort einen Signalzeitenplan zugrunde legt, also eine Festzeitsteuerung. Ich würde jetzt mal die Maus verwenden, vielleicht, ja, ich hoffe, das sehen Sie alle. Wir haben hier erstmal eine Basis, eine Festzeitsteuerung typischerweise, die dann natürlich dynamischer gemacht wird, dynamisiert quasi mit verkehrsadaptiven Verfahren, VA-Steuerverfahren, beziehungsweise auch als Basis für eine Koordinierung, um beispielsweise die Versatzzeiten zwischen den Kreuzungspunkten besser darstellen zu können. Wie läuft das jetzt konkret im operativen Betrieb ab, solche Anlagen? Man greift da typischerweise auf ortsfeste Detektoren zurück. Also das sind Detektoren, die im Nahfeld der Kreuzung agieren. Das sind typischerweise Schleifen, das sind Radardetektoren Infrarot, das sind Kameradetektoren etc. Die gehen als Eingang in die Steuerung rein und auf Basis dieses Wissens wird quasi die Verkehrssituation geschätzt, modelliert und Entscheidungen getroffen. Also Entscheidungen dahingehend, gibt es eine Anforderung, muss ich verlängern, kann ich abbrechen etc. Bei den VA-Steuerungen im Allgemeinen, klar, und ich denke, das wissen Sie auch alle, gibt es einmal die Möglichkeit, natürlich die klassische Anpassung dieser hinterlegten Steuerung beziehungsweise bis hin zur Bildung von Signalprogrammen. Jetzt ist es nun mal so, zumindest mal für Deutschland kann man das ganz, ganz definitiv sagen, dass auch eine Bildung von Signalprogrammen bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Regeln unterliegt. Diese Regeln, die findet man typischerweise in der RILSA, wo dann eben drauf geguckt wird, wird eine Konfliktmatrix nicht entgegengewirkt, sind die Mindestzeiten eingehalten, etc. etc. So, natürlich zählt dazu auch Funktelegramme, wie beispielsweise der Meldefunk, also die R09-Telegramme, die von Bus und Bahn abgestrahlt werden. Die kommen ins Steuerverfahren rein und können ausgewertet werden. Das ist aktueller Stand der Technik. Schaut man sich nochmal konkret an, was passiert denn eigentlich in dem Steuerverfahren? Also wenn man ein Programm mit Lisa schreibt und im Steuergerät versorgt, dann ist es so, dass das Steuergerät einen Takt besitzt. Also in Deutschland ist dieser Takt eine Sekunde. Das heißt, jede Sekunde wird die Logik durchlaufen und wird geschaut, muss ich die Entscheidung, die ich getroffen habe, muss ich die nochmal revidieren, muss ich die anpassen, gibt es Anforderungen etc. Das heißt, sekündliche Entscheidungsfindung in der Steuerlogik basierend auf den Detektionen, auf der diskreten Detektionen, die man am Knotenpunkt immer hat. Das heißt, hier steuert man die klassischen Elemente der Phasenanforderung. Man kann einen Phasentausch einleiten, man kann die Freigabezeit bemessen. Das ist so das, was man am häufigsten antrifft. Oder man kann gezielt Sonderphasen schalten. Also beispielsweise hier die Anforderung, die Anforderung eines UV-Signal, einer UV-Signalgruppe. Und dann wird das quasi ganz klassisch ausgelöst im Steuerverfahren. Wenn man jetzt den Schritt wagt, und jetzt möchte ich gerne die Überleitung zur CITS bringen, also sprich den Fahrzeuginformationen, ist es so, dass neben der klassischen Detektion jetzt neue Elemente dazukommen. Und diese neuen Elemente, das sind schlichtweg vernetzte Fahrzeuge. Das Vernetzen der Fahrzeuge hat man ja grundsätzlich erstmal dafür gemacht, dass Fahrzeuge untereinander sich unterhalten können, sagen, hier bin ich. Das macht man typischerweise mit der CAM, wo dann das Fahrzeug nach außen publiziert, wie ist meine Position, welche Geschwindigkeit habe ich gerade, was für ein Fahrzeugtyp bin ich, was für eine Priorität habe ich etc., um andere Fahrzeuge darauf aufmerksam zu machen und andere automatisierte, / vernetzte Fahrzeuge dazu zu bringen, ihr Fahrverhalten demzufolge anzupassen. Wenn nun das Fahrzeug mit der Infrastruktur kommuniziert,
Sind die weit verbreitetsten Formate jetzt erstmal die Map? Ich denke, da erzähle ich Ihnen unter Umständen auch nichts Neues. In der Map steht grundsätzlich die Topologie, also die Geografie quasi des Knotenpunkts drin. Das heißt, die Ein- und Ausfahrten oder die Zu- und Abfahrten des Knotenpunkts basierend auf den Geokoordinaten. Die Verbindungen dazwischen, also von wo nach wo darf ich denn fahren? Welche Fahrzeugtypen sind denn darauf überhaupt erlaubt? Also Bus, Bahn, Fußgänger, Radfahrer etc. Wie sehen denn die Höchstgeschwindigkeiten aus? Und das Wichtigste unter anderem, welche Signalgruppe ist denn für welche Verbindung relevant? Das ist deswegen so wichtig, weil dazu an signalisierten Knotenpunkten noch eine zweite Nachricht ausgestrahlt werden soll. Das ist die SPAT-Nachricht, also Signal, Phase and Timing, wo auf einem digitalen Weg dem Fahrzeug mitgeteilt wird, welcher Signalzustand denn gerade relevant ist für die Fahrbewegung, die das Fahrzeug durchführen möchte. Hierbei ist allerdings nochmal dazu zu sagen, hier geht es nicht um das Signalbild. Ich habe zwar jetzt hier Fahrbild hingeschrieben, aber was damit eigentlich gemeint ist, ist der sogenannte Movement State. Also sprich, darf das Fahrzeug, mal ganz plakativ ausgedrückt, darf das Fahrzeug fahren oder darf es nicht fahren? Und muss es den Gegenverkehr mit berücksichtigen oder nicht? Das gibt es einmal für den aktuellen Signalzustand. Das Ganze gibt es natürlich für die aktuell anliegende Phase, zusammen mit gerade bei adaptiven Verfahren den wichtigen Kriterien der Minimaldauer, der Maximaldauer und einer geschätzten Dauer und wie hoch für die geschätzte Dauer die Konfidenz, also die Eintreffenswahrscheinlichkeit ist. Und das kann man natürlich dann weitertreiben, je nachdem, welche Art der Prognose man da verwendet für die nächsten Phasen. Wie lange werden die dauern und wann werden die stattfinden? So, das sind die Nachrichten, die die Infrastruktur ausstrahlt, dem Fahrzeug zur Verfügung stellt. Zudem, und das könnte vielleicht oder soll die Ablösung für das bekannten Analogfunk R09 sein, könnten die SREM-Nachrichten sein. Das sind die sogenannten Signal Request Messages. Das heißt, ein ÖV-Fahrzeug meldet sich konkret an einer Signalanlage an und sagt, ich möchte genau von hier nach hier fahren. Ich möchte gerne eine ganz bestimmte Signalgruppe anfordern. Das heißt, hier bringe ich eine ganz konkrete Nachricht rein, kann darauf auch reagieren. Also das heißt, es kann eine Rückmeldung zum ÖV-Fahrzeug geben. Das ist die sogenannte SSM, Signal Status Message, wo dem Fahrzeug auch nochmal konkret gesagt wird, ja, das Steuerverfahren reagiert gerade auf dich und du wirst jetzt demnächst bedient werden. Das ist ein sehr spannendes Thema, was hier angegangen werden kann. Das Thema Map wird in der LISA schon behandelt. Wenn Sie den Knotenpunkt anlegen, dann können Sie in den Basisdaten den Knotenpunkt modellieren, das sehen Sie hier, also typischerweise entweder von einem Luftbild oder von einer eingemessenen Karte, werden dann konkret die einzelnen Fahrstreifen modelliert. Den können Referenznummern zugewiesen werden, also Lane Numbers. Denen werden die Signalgruppen zugeordnet etc. Und dann kann man durch einen Rechtsklick in LISA direkt diesen Map-Export machen. Unterschiedliche Varianten, wie das stattfinden kann. Aber dafür gibt es ein Handbuch, da steht das genau drin. Was und wie man da genau auswählen muss. Und was dann passiert, ist folgendes, dass eine XML-Repräsentation der echten Map-Message, möchte ich es mal nennen, gemacht wird. Die geht so direkt nicht an das Fahrzeug. Das ist vielleicht nochmal wichtig hier zu sagen. Diese Map-Nachricht oder dieser Map-Export in LISA, der ist dafür da, dass man einer Roadside-Unit, also sprich einem Gerät, was am Kreuzungspunkt steht, diese Nachricht übergibt. Das steht dann genau drin, an die Fahrstreifen, an die Topologie, die der Kreuzung hat, sind folgende Signalgruppen aus der lokalen Steuerung zugeordnet und die sind dann später für die SPAT-Nachricht quasi wichtig. Das heißt, diese Nachricht wird hergenommen zur Konfiguration der echten Map-Nachricht und die wird dann als binäres Datenpaket, also einfach gesagt Nullen und Einsen, an das Fahrzeug weitergegeben. Da wird dann eventuell noch partitioniert, das heißt eine große Nachricht oder ein großes Datenpaket wird nochmal zerlegt in kleinere Datenpakete, damit die Kommunikation mit dem Fahrzeug gut stattfinden kann. Dafür ist die Map XML da. Die SPAT, auch da gibt es eine Unterstützung in LISA. Da ist es so, dass das Steuergerät, wenn es denn mit einer RSU verbunden ist, erstmal grundsätzlich das aktuelle Signalbild weitergeben kann. Dafür braucht man erstmal nicht LISA, dafür braucht man nur den Signalzustand, der anliegt. Wenn man LISA jetzt hat, bieten wir das an, dass wir dort LISA, lokale Prognosen rechnen können. Das bedeutet, dass basierend auf der vollkommen nutzerindividuellen Steuerung, die in LISA entworfen worden ist, eine Prognose gerechnet wird. Das wird anhand des Verhaltens, was mit LISA daherkommt oder was da drin erkannt worden ist, berechnet und mit in die LISA integriert.
Das heißt, wenn man die lokale Prognose haben möchte, kann man das beauftragen, würden wir ein Zusatzmodul geben, das baut man in die lokale Steuerung ein, ohne überhaupt darin irgendwas zu verändern. Das ist auch nochmal wichtig, also es ändert nichts an dem Verhalten der Steuerung und das Ganze sorgt dann dafür, dass diese Min-Max-Likely-Zeiten an die Steuerung geschickt werden und dann kann man typischerweise Dinge machen wie einen Annäherungsassistent an der Kreuzung, also sprich, das nennt man GLOSA, Greenlight Optimal Speed Advisory. Das heißt, man könnte beispielsweise, das hier ist ein Bild von Audi, so einen Assistenten hier anzeigen. Man könnte einen grünen Teppich anzeigen, etc. Geht man jetzt weiter und überlegt sich, wie kann man denn durch Einsatz dieser vernetzten Informationen die Verkehrssteuerung grundsätzlich verbessern? Da habe ich mal 6 Punkte hier aufgetragen. Das eine ist, wenn man die Detektionsreichweite vom Kreuzungspunkt deutlich erhöht, könnte man viel, viel früher schon die Phasenanforderungen stellen im Steuerverfahren. Das ist das erste Bild. Man könnte, wenn man denn einen höheren Grad an Informationen hat, also nicht nur, ob eine Schleife belegt ist oder nicht, wenn man beispielsweise weiß, wie genau, wie lang ein Rückstau ist, wie viele Fahrzeuge sich genau auf einen Kreuzungspunkt hinzubewegen oder wann der Ankunftszeitpunkt ganz konkret an einem Kreuzungspunkt ist, kann man die Freigabezeiten sehr viel besser bemessen. Man kann Freigabezeiten umverteilen, das gleiche Prinzip, weiß ich mehr oder kann ich das Verkehrsszenario an der Kreuzung besser bestimmen, kann ich natürlich hier auch besser reagieren. Ich kann die Phasenfolge optimieren. Ich kann das Ganze auch in einem größeren Kontext sehen, wenn es darum geht, mehrere Kreuzungen aufeinander abzustimmen. Das heißt, hier kann ich auch dynamische grüne Wellen etablieren. Und das ist ein Teil dieser Nachrichtenkultur, die durch die Fahrzeuge ausgestrahlt werden. Man kann hier auch ganz gezielte Priorisierung von ÖV und Einsatzfahrzeugen vornehmen. Also beispielsweise besteht dort die Möglichkeit, die SREM-Nachrichten dahingehend auszuwerten. Man kann genau schauen, irgendwie ist eine Sirene an, ist das Martinshorn an, welche Signalgruppe wird gerade angefordert. Man kann so sehr, 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 sehr direkt auf bestimmte Fahrrelationen am Kreuzungspunkt eingehen und dann eben gezielt nur die beispielsweise in Freigabe bringen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Wege für die Einsatzfahrzeuge deutlich besser und individueller freigegeben werden. Wie sieht das jetzt ganz konkret aus? Diese CITS-Informationen, die vom Fahrzeug kommen, das sind, wie gesagt, das sind Nachrichtenpakete, also in dem Fall ist das typischerweise CAM-Nachrichten, die sind erstmal binär und kommen in der RSU an. Damit kann ein Steuerverfahren so erstmal nicht anfangen. Die müssten dekodiert werden und dann zugeordnet werden und so weiter. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, schon vor geraumer Zeit, dass wir eigentlich nicht die Daten als solche brauchen, sondern vielmehr die Informationen, die sich dahinter verbirgen. Und zwar, was wir eigentlich wissen wollen von den Fahrzeugen, die mit der RSU, die wäre dann hier sprechen, oder später, dazu komme ich gleich noch in der Zentrale, wollen wir doch eigentlich nicht dieses binäre Datenpaket der CAM-Nachricht haben. Was wir viel mehr wollen ist, wir wollen wissen, auf welcher Zufahrt sich das Fahrzeug gerade bewegt, wie ist denn der Abstand zur Haltelinie, beziehungsweise noch interessanter ist, wann ist denn der Ankunftszeitpunkt, also die sogenannte Estimated Time of Arrival, für die ich quasi das Grün brauche vorne, wie ist denn die aktuelle Geschwindigkeit. Damit kann man sehr, sehr viele Kenngrößen ableiten. Wie ist der Fahrzeugtyp? Was kommt da gerade? Länge, Breite des Fahrzeugs. Was ich gerade schon gemeint habe, die Blaulicht-Sirene, also sprich, ist es ein Einsatzfahrzeug? Muss ich das anders bedienen? Muss ich hier vielleicht einen Phasentausch machen etc.? Beziehungsweise auch ÖV-Informationen. Also klassisch ist es halt so, dass der Inhalt, der jetzt schon per R09 kommt, auch wieder in der CAM-Nachricht schon per se mit drin ist, nur jetzt halt mit einem digitalen Träger. Das Interessantere, glaube ich, und auch zukunftsweisendere ist hier der Einsatz von SREM-Nachrichten, wo man eben ganz gezielt für ÖV sehr, sehr viele Parameter setzen kann. Dieses Konzept dieses Vehicle Buffers, wie gesagt, ist erstmal ein Synonym für Fahrzeugdaten, die da auftreten, kann man sich wirklich sehr einfach als eine Art Tabelle vorstellen, wo jedes Fahrzeug anhand einer eindeutigen ID erkannt wird und man dann halt bestimmte Parameter abfragen kann. Man kann nach der Spur fahren, die zugeordnet worden ist. Man kann nach dem Abstand zur Haltelinie fragen, man kann nach der aktuellen Geschwindigkeit fragen, zur Priorität, kann fragen, ob es ein Mittel des öffentlichen Verkehrs ist und so weiter und so weiter. Sehr einfache Repräsentation, im Steuergerät ist alles deutlich komplexer. Aber nur, um ein Gefühl dafür zu kriegen, über was reden wir denn da. Was wir jetzt gemacht haben, auch in der letzten Zeit, auch im Rahmen von anderen Forschungsprojekten, ist dieses Konzept, dieses Vehicle Buffers auf unterschiedliche Kommunikationsansätze zu überführen. Der erste Ansatz, der herkömmliche, wenn man so will,
ist die Geschichte Roadside-Unit-Fahrzeuge sprechen, im Abstand zwischen 300 Meter bis 1000 Meter, je nach Sichtverbindung. Mit dem Kreuzungspunkt tauschen ihre Daten hier aus. Diese können ausgewertet werden, in der RSU in das Steuerverfahren übertragen werden. Das ist quasi der Weg hier, Roadside-Unit. Ein anderer Weg ist die Möglichkeit, Mobilfunk einzusetzen. Das heißt, dort werden die Daten, die jetzt von allen Verkehrsteilnehmern kommen, auch Radfahrern, Fußgängern etc., zunächst an eine zentrale Instanz geschickt. Das könnte typischerweise ein Verkehrsrechner sein. Und von dort kann das Ganze wieder an das Steuergerät zurückgebracht werden. Das heißt, zwei Wege, Roadside Unit und Verkehrsrechner. Da ist der Weg typischerweise der, ich würde mal von rechts nach links gehen, dass die Inhalte hier standardisiert sind. Das ist typischerweise diese CAM-Nachricht, SRAM, SSM, IVI, CPM etc. Das heißt, der Inhalt ist standardisiert. Der Kommunikationsweg, und damit ist gemeint der Weg von der Roadside Unit in das Steuergerät selbst, der ist doch herstellerspezifisch. Da haben die unterschiedlichen Hersteller einfach unterschiedliche Art und Weisen, wie sie das Ganze implementieren. Guckt man sich den anderen Weg an, ist es so, dass die Inhalte der Nachrichten, die über eine Zentrale geschickt werden, doch sehr projektspezifisch sein können. Also da kann man alles Mögliche reinkodieren, was man halt braucht für sein Projekt. Der Kommunikationsweg allerdings doch meistens standardisiert ist. Das liegt einfach daran, hat man den Verkehrsrechner hier und möchte gerne Informationen aus einer Zentrale mit einem Steuergerät austauschen, greift man doch meistens auf Standards zurück. Und diese Standards könnten beispielsweise sein, das konkrete Ansprechen von nach der EA-Karte, also sprich der einen Ausgabekarte des Steuergeräts, dass man einfach irgendwas als Beleg meldet oder eine Modulation macht auf Bit-Ebene oder das Ganze als AP-Wert, also als Anwenderparameter in die Steuerung schickt. Und da muss man sich wieder Gedanken machen, wie kodiert man das und wie wertet man das dann auf der anderen Seite aus. Das ist damit gemeint, Kommunikationswerk standardisiert. Okay, also Verkehrsrechner, Roadside Unit, das Ganze geht ins Steuergerät. Über dem Steuergerät ist die sogenannte OMTC, also sprich, das ist eine Art Software-Schicht, in der diese Nachrichten erstmal eingehen und von dort holt sich die Steuerlogik quasi über standardisierte Funktionen die Werte, die es braucht. Also das heißt, man hat zum einen diese standardisierte OML-Bibliothek, das ist Teil des Gerätestands im Steuergerät selber, die das unterstützt. Und das andere sind natürlich nutzerindividuelle Anwenderfunktionen, die man sich in LISA zusammenstellen kann. Das sind dann typischerweise Funktionen, die einem das Leben ein bisschen erleichtern. Das sind Funktionen, die Sachen zusammenbringen. Das sind Filter etc. etc. Was haben wir jetzt in LISA konkret gemacht, um mit diesen CITS-Funktionen, die egal ob sie aus der Zentrale oder der RSU kommen, umgehen zu können? Wir haben das Ganze erstmal in einem virtuellen Steuergerät und einer virtuellen RSU, also diese virtuelle RSU, die gibt es jetzt auch in LISA, die das grundsätzlich erstmal darstellen kann. Es gibt neue OML-Funktionen, die genau die Informationen aus Map und CAM dem Nutzer zur Verfügung stellen. Man kann das Ganze testen, debuggen. Natürlich werden diese relevanten Daten extrahiert und das Ganze kann in die Simulation gebracht werden. Das Ganze ist deswegen so interessant, weil das ist, denke ich, auch bekannt, die Ausstattungsrate der Fahrzeuge aktuell bedingt hoch ist. Ich hoffe, demnächst noch viel, viel höher. Der andere Punkt ist, dass man konkret in der Umgebung, wo man quasi die LSA-Steuerung für alle Verkehrsteilnehmer schreibt, konkret schauen kann, was bringt es denn, wenn ich die und die Erweiterung da reinbringe, wenn ich den Einsatz von der CAM-Nachricht beispielsweise, um meine Detektionsreichweite zu erhöhen, da einbringe, was bedeutet das bei 1% Ausstattung, was bedeutet das bei 10% Ausstattung, was bedeutet das vielleicht nochmal bei 100% Ausstattung, was kann ich damit wie verbessern? Oder vielleicht verschlechtert es auch in irgendeiner Art und Weise irgendetwas. Das kann man alles da drin testen. Man kann es validieren, man kann es debuggen, kann sich das konkret da drin anschauen. All das ist verbunden. Wie sieht das jetzt ganz konkret aus? Man hat die CAM-Nachrichten oder vielmehr die Informationen, die in den CAM-Nachrichten drinstehen. Das kriegt man jetzt hier in der OML 3.0, was dann in LISA 8 drin sein wird. Kann man da ganz konkret fragen, gib mir für eine ganz bestimmte Spur, wo ich weiß, welche Signalgruppe davor hängt, gib mir den Fahrzeugabstand, sag mir, ob es ein Einsatzfahrzeug ist, sind die Sirenen an, welche Fahrzeuggeschwindigkeit gibt es da drin und so weiter und so weiter. Und was zusätzlich und tatsächlich auch sehr spannend ist, man kann auch nach der Map fragen, also das heißt nach der Knotentopologie. Warum ist das so interessant? Wenn man in LISA hingeht und beispielsweise eine einfache Steuerung für den Knotenpunkt schreibt, da kann es einem Stück weit egal sein, wie sieht die Spur aus, welche Verkehrsteilnehmer sind darauf erlaubt und wie ist die Streckenhöchstgeschwindigkeit auf dem Abschnitt.
Man kann seine Logik losgelöst von diesen dedizierten Informationen erstmal grundsätzlich schreiben. Wenn man aber, und jetzt wird es halt spannend, wenn man in der RSU diese Map-Nachricht versorgt und dann im laufenden Betrieb auf diese Parameter zugreifen kann, dann kann man diese natürlich auch gezielt einsetzen. Das heißt, wenn ich die Höchstgeschwindigkeit kenne, kann ich beispielsweise bestimmte Zeiten anders da drin definieren. Und so weiter und so weiter. Und was ich damit sagen will, ist, man kann eine LSA-Steuerung schreiben, die kann man auch versorgen auf den Knotenpunkt. Und auf der Roadside-Unit kann man beispielsweise eine andere Map, beispielsweise, wenn sich der Knoten verändert hat, etc., aktualisieren und hat dann im Steuerverfahren die Informationen sofort wieder vorliegen. Das heißt, ich kann außerhalb von Lisa auch hier solche Informationen aktualisieren und im Steuerverfahren berücksichtigen. Also auch solche Möglichkeiten bestehen in dem Zusammenhang. Um mal ein Beispiel zu geben, wo kann man denn sowas einsetzen? Das Beispiel habe ich auch schon mal gezeigt, nichtsdestotrotz. Das ist die Anforderung einer Phase, wie es denn aktuell aussieht und wie man das zukünftig besser bewerkstelligen kann. Es ist aktuell so, dass im unmittelbaren Bereich der Haltelinie eine Anforderungsschleife typischerweise verbaut wird und wenn ein Fahrzeug da drüber fährt und der ferromagnetische Stoff erkannt wird, also sprich die Fahrzeugachse, dann hat man die Eigenschaft, Schleife ist belegt. Das kann man auswerten. Das könnte hier der Fall sein. Also hier geht es um die Signalgruppe K1L. Das wird hier ausgewertet und wenn man dann den Phasenübergang einleitet, dann vergeht natürlich Zeit, also Zwischenzeit, die benötigt wird, um das Fahrzeug tatsächlich räumen lassen zu können. Wenn man jetzt sagt, okay, ich verwende beispielsweise die Bemessungsschleife, die im Abstand von ein bisschen mehr als 30 Meter um den Knotenpunkt herum liegt, dann kann ich die Anforderungen sehr viel früher erkennen des Fahrzeugs, was sich darauf zubewegt. Das wäre dann hier, hat dann aber immer noch ein bisschen Zeit. Das sind diese 6 Sekunden hier, die das Fahrzeug quasi mit Warten verbringt. Wenn man jetzt den Sachverhalt auflöst und sagt, wir können zusätzlich noch Fahrzeugdaten verwenden, also beispielsweise ein Fahrzeug, was sich 12 Sekunden vor der Kreuzung befindet, also sprich eine Estimated Time of Arrival oder einen zukünftigen Ankunftszeitpunkt von 12 Sekunden hat, dann kann man das natürlich direkt auswerten. Und das würde dazu führen, dass das Fahrzeug hier ungehindert fahren könnte. Das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das ist der Sachverhalt, ein Fahrzeug fährt auf eine rotzeigende Anlage. Und das wird es bestimmt nicht mit maximaler Höchstgeschwindigkeit tun, sondern der wird natürlich auch vorausschauend fahren und hier drauf ein Stück zubremsen. Wenn man das allerdings jetzt kombiniert mit einer SPAT-Nachricht, die jetzt gezielt schon dieses Verhalten verstanden hat, erkannt hat und eine Prognose beispielsweise berücksichtigt, dann kann man dem Fahrzeugführer sehr genau sagen, okay, dann und dann ist hier grün zu erwarten und du kannst das eben quasi benutzen. Das heißt, der Verkehrsfluss hier wird deutlich besser. Das heißt, wir haben eine Reduzierung von Halten, Verringerung von Wartezeiten und der Effekt, den hat man ab dem ersten Fahrzeug. Ein weiteres Beispiel ist das Beispiel des Zeitlückenabbruchs, der stattfindet, wenn die Zeitlücke auf der Bemessungsschleife zu hoch wird. Das wäre typischerweise hier der Fall. Wir haben 2 Fahrzeuge. Danach ist die Zeitlücke so groß, dass der Abbruch in der Steuerung stattfinden würde. Nichtsdestotrotz befindet sich auf der Strecke dahinter noch sehr, sehr viele Fahrzeuge, die eigentlich hätte räumen können. Jetzt kann man sagen, okay, man bringt hier ein zusätzliches Abbruchkriterium, was man so modelliert, dass man den Quotienten bildet der Fahrzeuge, die sich noch auf der Strecke befinden. Das heißt, sollte jedes einzelne Fahrzeug vernetzt sein, beziehungsweise gibt es noch mehr Möglichkeiten, andere vernetzte Fahrzeuge darauf hinweisen, dass sich noch andere Fahrzeuge auf der Strecke befinden, kann man Folgendes tun. Man kann sich anschauen, wie viel Freigabezeit hätte man denn grundsätzlich noch in diesem Rahmen zur Verfügung und kann den einfach mal dividieren durch die Anzahl der erkannten Fahrzeuge in einem bestimmten Abstand zur Kreuzung. Wenn dieser Quotient in einem vorgegebenen Rahmen ist, also beispielsweise hier von 2 Sekunden, dann könnte man sagen, okay, ich möchte gerne meine Steuerung hier so verlängern, dass dieser Fahrzeugplatoon oder diese Fahrzeugkolonne, die hier noch kommt, abfertigen kann. Das ist die Variante 100% Ausstattungsrate oder eben darauf eingegangen, hat man die jetzt halt nicht. Das heißt, von diesen 5 Fahrzeugen, die hier kommen, sind nur 3 Fahrzeuge ausgestattet mit so einer Vernetzungsform. Würde Folgendes passieren, der Quotient würde jetzt halt sagen, okay, die benötigte Zeit, die ist zu hoch. Das heißt, das ganz normale Zeitlückenkriterium würde kommen und es würde nichts anderes passieren als bei Variante 1. Das heißt, man hat nichts wirklich schlechter gemacht. Das ist halt nochmal wichtig. Es gibt keine negativen Auswirkungen zu den Bestandssteuerungen. Ganz konkret im Flussdiagramm von Lisa, wie geht man zukünftig mit diesen neuen Funktionen um, mit diesen neuen Informationen? Diese kann man halt so einbringen, dass man Bestandssteuerungen nimmt. Also man muss hier nicht
von Grund auf neu modellieren. Man bringt die einfach ein und ergänzt die. Das ist so das Einfachste. Man ergänzt beispielsweise hier den Fall, den ich vorhin skizziert hatte. Wir haben einen Zeitlückenabbruch, der wäre hier gekommen. Das heißt hier, die Zeitlücke war größer als 2, 3 Sekunden, je nachdem, was man da konfiguriert hat. Das heißt, Zeitlückenkriterium wäre gekommen. Kann man zusätzlich nochmal schauen, gibt es Fahrzeuge auf der Strecke? Also auf der Strecke, das würde man jetzt hier mit Lane 4, also da weiß man ganz genau, welche Spur ist denn für meine Signalgruppe relevant, hier eintragen, würde man halt schauen, gibt es Fahrzeuge und gibt es ein Fahrzeug dabei, was die Eigenschaft erfüllt, dass der Ankunftszeitpunkt unter 5 Sekunden ist. Und wenn dies der Fall ist, dann sagt doch bitte, dass das Zeitlückenkriterium jetzt hier nicht mehr erfüllt ist. Das heißt, die Phase kann verlängert werden. Das ist ein einfaches Beispiel, wie man sowas reinbringt. Das kann man sehr viel komplexer und sehr viel umfangreicher noch tun. Es soll lediglich mal einen Eindruck vermitteln, wie sowas funktioniert. Die Simulation dieser V2X-Technologien, sorry, dass ich da ein bisschen hin und her gebe im Wording, weil da gibt es ja viele Wörter für die Vernetzungstechnologien, also CITS, CC-CAM, was dann auf die Eigenschaft kooperatives, Connected Automated Mobility eingeht, also was alles zusammenbringt. Und so weiter. Also da kommt man auch leicht durcheinander. Was man nun konkret in Lisa machen kann, ist die Simulation, diese Fahrzeugkommunikation, die findet jetzt schon statt. Das kann man sich im Testplatz anschauen. Man kann die Ausstattungsrate vorgeben und kann jetzt genau verfolgen, auch unten im Protokoll, wo war welches Fahrzeug zu welcher Zeit und was hat es da ausgestrahlt. Und kann zusätzlich in seinen Code gehen oder in sein Flussdiagramm gehen und jetzt schauen irgendwie, okay, und wie hat jetzt meine Steuerung reagiert, als ich die und die Information bekommen habe. Neben dem Testplatz selbst ist es auch jetzt möglich, das Ganze in Wism zu simulieren. Hier besteht dann die Möglichkeit, viele, viele Knotenpunkte zusammenzubringen, größere Netze zu simulieren und eben genauso hier auch diese V2X-Simulation zu verfolgen und sich die Ergebnisse dafür anzuschauen. Auch dafür sind eigene Schnittstellen geschaffen worden, die quasi jetzt unterstützt werden. Was ist letztes Jahr noch passiert? Letztes Jahr gab es einen erfolgreichen Feldtest, wo genau dieser Ansatz projektiert wurde und erfolgreich umgesetzt worden ist. Das ist in Düsseldorf passiert im Rahmen des Projektes Komoot Next. Dort wurde das Konzept dieses Vehicle-Buffers umgesetzt in der Roadside-Units. Die sehen Sie auch hier. Das ist ein Actros-Steuergerät von Swarco gewesen, zusammen mit einer Swarco Roadside-Unit. Das heißt, darauf lief auf dem Actros-Steuergerät lief die LISA-Steuerung eben mit dieser CITS-OML-Bibliothek. Und die RSU hat mit der Steuerung gesprochen. Und das Besondere an der Steuerung in diesem Forschungsprojekt war, dass es zwei Kommunikationskanäle gegeben hat. Also man hat hier tatsächlich in einer Steuerung beides zusammengefasst. Also sowohl die Roadside-Units als Informationsgeber als auch die Zentrale. Und das Interessante, was hier passiert ist, das hatten Sie auf einer der ersten Folien gesehen, dass der Kommunikationsweg im Prinzip egal ist für Lisa. Letzten Endes ist nur die Information, die rausfällt, das, was für die Steuer oder für die Regelung im Steuerverfahren ist, relevant. Das heißt, ob die Information, wo ein Fahrzeug sich wo im Netz befindet, aus der Zentrale kommt oder aus der Roadside-Unit, spielt keine Rolle. Die Funktion wird ein und dieselbe sein. Das heißt, wenn ich frage, Fahrzeug auf Spur 6, wie groß ist der Abstand, wie hoch ist die Geschwindigkeit, kümmert sich quasi die Bibliothek, die um Lisa drumherum ist, genau darum. Das heißt, die Kommunikation kann man hier tatsächlich vom Nutzer fernhalten. Und zusammenfassend ist hier gesagt, diese V2X-Technologien, die sind größtenteils in Forschungsprojekten eingebracht. Da sind sie aktiv drin, da wird weiterentwickelt, da werden Nachrichtenformate angeschaut, da wird das Ganze probiert, um es später, ja, in Serie ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber aktiv auf die Straße zu bringen. Da gibt es Prototypen bzw. Einsatzfelder: Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin, Münster, Ulm und so weiter und so weiter. Was wir gemacht haben, um die Kommunikation mit dem Steuerverfahren möglichst effizient und schnell zu machen, ist, dass wir dort eine echtzeitfähige Kommunikation eingebracht haben, damit wir hier unnötige Latenzzeiten einfach mal eliminieren können. Die Integration der Fahrzeugdaten in das Steuerverfahren, dazu nutzen wir halt eben diese Echtzeitkommunikation, die da drin ist. Das ist deswegen so wichtig, da wir eigentlich von Anfang an nicht wollten, dass wir hier einen Detektoreingang in irgendeiner Art und Weise schalten müssen. Wenn dann ein Fahrzeug auf Spur 1 kommt, dann wird Detektor 1 beispielsweise ausgelöst und dann Detektor 2 und das Ganze in Modulation gebracht, dass man vielleicht andere Zustände darauf abbilden kann. Das wollten wir eigentlich von Anfang an nicht.
genauso wie den Einsatz von AP-Werten, weil man da das Thema hat, Latenzzeiten bzw. AP-Werte oder AP-Wertblöcke, die müssen ausgewertet werden und die müssen nativ ausgewertet werden und die können sich dann von Anwendungsfall zu Anwendungsfall immer wieder unterscheiden. Und daraufhin haben wir halt gesagt, okay, wir wollen das Ganze verallgemeinern und grundsätzlich Funktionen schaffen, die eigentlich in jedem für jedes Projekt quasi ähnlich ablaufen. Die Signalgruppen sind bekannt, die Zuwegungen sind bekannt und so kann man halt über standardisierte Funktionen auf diese Informationen zugreifen. Die Nutzung der R09, wie sie im CAM, PT-Container heißt das, wie sie im CAM vorhanden ist, ist natürlich Teil dieser OML-Bibliothek. Also das heißt, man kann jetzt auch den digitalen Träger neben dem Analogfunk hier verwenden. Natürlich in Zukunft dann eben auch die SRAM und die SSM. Weiterhin natürlich, was wir weiter forcieren werden, ist die Aggregation von K2X-Funktionen. Beispielsweise, wenn sich hier abzeichnet, dadurch, dass in Forschungsprojekten oder die Nutzer hier ganz aktiv zeigen, ja, wenn man den Parameter mit dem Parameter fusioniert und dann noch das und das dabei filtert, irgendwie kann man hier Mehrwert generieren, dann können wir das natürlich gerne als Aggregatfunktion hier mit zur Verfügung stellen, sodass die halt grundsätzlich angewendet werden können. Das sollen jetzt auch gleich die Schlussworte sein, was sich gezeigt hat in den Projekten, wenn man jetzt anfängt, hier ein Stück mehr Komplexität reinzubringen, also das heißt mehr Funktionen, höherer Informationsgrad, als das bei bisherigen Steuerungen der Fall war, hat sich halt gezeigt, dass auch diese Steuerungen ein Stück komplexer werden können. Und Komplexität ist natürlich immer vielfältig, aber es hat sich halt gezeigt, dass man hier auch durchaus in verschiedenen Bereichen mal darüber nachdenken kann, ob man solche Funktionen nicht eventuell durch Lernverfahren ein Stück weit ablösen kann. Aber das ist noch ein Stück weit Zukunftsmusik, über was ich hier spreche. Aber das ist so die Richtung, die auch wir hier einschlagen werden. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Fragen gibt es natürlich immer und wir beantworten sie Ihnen gerne. Für Angebote und sonstige Fragen gerne an lisa@schlothauer.de und für technisch-fachliche Fragen wenden Sie sich bitte gerne an service@schlothauer.de. Vielen Dank und Ihnen weiterhin einen schönen Tag.